Die Szene, in welcher der Tyrannosaurus Rex in The Lost World, also Jurassic Park 2, in der Stadt auftaucht, weil er eben, naja, aus dem Tiefschlaf quasi wieder erwacht und auf relativ mysteriöse Art und Weise vom Boot, was ihn ja eigentlich aufs Festland bringen sollte, entkommen kann. Die Szene sollte ursprünglich wesentlich länger gehen. Wenn du dich immer noch fragst, wie der T-Rex eigentlich jetzt vom Boot wirklich runtergekommen ist, wo diese komische abgetrennte Hand herkam, dann schau doch mal in mein Video rein, was ich dir hier oben verlinkt habe. Da habe ich das Ganze erklärt. Auf jeden Fall war die Szene mit dem T-Rex in der Stadt ursprünglich ganz anders gedacht. Und wenn ich sage ganz anders, meine ich wirklich anders. Und ich würde sogar sagen, kontrovers anders. Wir sprechen da auf jeden Fall jetzt mal drüber. Und ja, viel Spaß mit dem Video. Okay, im Falle von dieser Szene würde ich hier nicht mal von einer Deleted Scene sprechen, weil die Szene so eigentlich nicht mal wirklich im Drehbuch fest verankert gewesen ist. Beziehungsweise es gab Konzeptideen, wie das Ganze hätte ablaufen sollen. Aber die Konzeptideen dahinter sehen eigentlich aus, wie man es auch später im Film gesehen hat. Wir sehen quasi den T-Rex, wie er Menschen durch die Stadt jagt. Das ist so das, was wir eben auch, wie gesagt, im Film kennen. Allerdings war die Szenerie laut Spielberg hier ganz anders gedacht. Und ich finde es immer wieder sehr interessant, dass mein Kanal ja auch auf Jurassic Park, Jurassic World und eben auch Godzilla fußt. Ich weiß, die dritte Partei hierbei merkt man noch nicht so ganz auf dem Kanal, weil einfach auch aktuell nicht allzu viel um Godzilla herum passiert. Das wird sich alles jetzt ändern mit der Zeit. Aber auch Steven Spielberg ist ein gewaltiger Godzilla-Fan und hat sehr viele Anleihen an Godzilla oder eben auch an King Kong in seine Filme reingebracht. Sei es der Spruch von Dr. Ian Malcolm, was haben sie hier zu bieten, King Kong. Sei es der Satz der Japaner, die vom T-Rex in The Lost World Jurassic Park 2 wegrennen, die auf Deutsch übersetzt sowas sagen wie, wegen sowas sind wir eigentlich aus Tokio weggezogen, während eben der Rex hinter denen herrennt, ist auch eine Anleihung an Godzilla. Ich meine, sogar Colin Trevorrow hat es ja versucht mit dem feuerspeienden Giganotosaurus irgendwie nochmal das Thema Godzilla ein bisschen aufkommen zu lassen, weil eben Steven Spielberg Riesen-Godzilla-Fan ist. Spielberg auch selber immer wieder betont, wie dankbar er einfach dafür ist, dass sowas wie Godzilla geschaffen wurde, weil ohne Godzilla gäbe es de facto Jurassic Park, nicht so wie wir den Film später bekommen haben. Beide Filme haben quasi ihr eigenes Zeitalter unfassbar revolutioniert. Wir können da wahrscheinlich jetzt eher, ich spreche für meine Altersgruppe, das Ganze von Jurassic Park aus bezeugen. Aber auch Godzilla war damals alles andere als, naja, ein alter Film oder ein 0815-Film. King Kong war sogar noch ein bisschen wichtiger für die Filmgeschichte als Godzilla gewesen. Darum soll es hier aber gar nicht gehen. Warum quatsche ich jetzt hier so extrem viel von Godzilla? Oder, na, noch wichtiger eigentlich von King Kong. Doch, wir nehmen doch King Kong gerade mal wieder mit rein. Denn ursprünglich sollte die Szene mit dem T-Rex wie folgt aussehen. Ich muss dabei immer an Peter Jacksons King Kong denken, während der in der Stadt Amok gelaufen ist. Noch dazu sollte hier die Regierung eine sehr große Rolle spielen. Ja, wir sollten mitbekommen, wie stark die Regierung in das ganze Chaos mit eingebunden wird. Ian Malcolm, Sarah Harding, und das waren eh die beiden einzigen Parteien, die am Ende noch mit am Start waren, sollten hierbei nicht mal auftreten. Das sollte eine ganz klare Message von diesem Film sein, dass Ian Malcolm und Sarah Harding sich nach den Ereignissen auf der Isla Sorna eben zurückziehen und eben nicht wieder die Helden spielen, was sie ja quasi im Film machen. Ich meine, im Film macht das alles Sinn, wegen dem Baby T-Rex und Co. In der ursprünglichen Idee sollte das aber alles überhaupt nicht passieren. Wir sollten eigentlich nur sehen, wie die Regierung darauf reagiert, dass da jetzt ein erwachsener, ausgewachsener Tyrannosaurus Rex in der Stadt für Terz sorgt. Also quasi eine ganz klare Anleihe an Godzilla und auch noch an King Kong. Außerdem habe ich auch noch bestimmte Skriptauszüge gefunden, in welchen Ian Malcolm zu Sarah Harding so viel sagt wie, naja, unsere Geschichte ist hier zu Ende oder das ist nicht mehr unsere Geschichte, wir haben uns da nicht einzumischen. So viel war das im Großen und Ganzen übersetzt. Ich werde das Ganze jetzt hier mal im englischen Original einblenden. Ob der Satz jetzt wirklich von Ian Malcolm an Sarah Harding gesagt wurde, während des Vorfalls des T-Rex in San Diego, das wissen wir allerdings nicht, aber ich bin der Meinung, das würde relativ gut dazu passen. Wie gesagt, ob das so ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall sollte der T-Rex eine ganz andere Rolle am Ende des Films spielen. Und ich muss sagen, ich finde es eine interessante Herangehensweise, weil sich Jurassic Park 2 sowieso schon anfühlt wie so zwei Etappen irgendwie. So diese erste, oder wie drei Etappen. Die erste Etappe,
wie ein Film, wo es eben um Dr. Ian Malkin und die ganze Gruppe geht. Dann die zweite Etappe, wo dann eben noch Rolins Gruppe mit dazukommt. Da wird das Ganze ein bisschen actionlastiger. Dann eben noch die letzte Etappe mit dem T-Rex in der Stadt. Die hätte sich aber nochmal wesentlich anders angefühlt, wenn wir wirklich so ein Politik-Drama bekommen hätten. Ich muss dabei auch an Shin Godzilla denken, dass man eben auch sehr viel gezeigt hätte, wie denn jetzt wirklich bestimmte, die Regierung der USA wahrscheinlich hauptsächlich, auf diesen Vorfall eingegangen wäre. Und John Hammond hätte sogar in diesem Gespräch eine große Rolle spielen sollen. Das Ende wäre wahrscheinlich ähnlich gewesen. Man hätte irgendwie herausgefunden oder hätten wir sich einig geworden, lasst die Saurier einfach in Ruhe. Und im Endeffekt hätten wir dann gar nicht so einen Riesenunterschied gehabt vom Ende, von der Grundprämisse her. Aber ich muss wirklich sagen, ich fand das sehr interessant, weil ich finde, ja, man merkt Steven Spielberg doch seine Liebe für Godzilla oder eben auch für King Kong an. Und da wäre das doch eine relativ schöne, in Film umgesetzte Anleihe genau an Steven Spielbergs Liebe und auch an seine Dankbarkeit für diese Film-Franchises, was sie inzwischen ja geworden sind. Wäre einfach eine schöne Sache gewesen, bin ich der Meinung. Jetzt bist natürlich wie immer du gefragt, was sagst du dazu? Bist du der Meinung, ja, wäre eigentlich ganz cool gewesen. Ich muss im Nachhinein sagen, ja, Ian Malcolm und Sarah Harding herauszunehmen, hätte schon einen ganz anderen Nachgeschmack, keinen negativen, sondern irgendwie einen menschlicheren. Dass jetzt genau unsere Hauptfiguren wieder die Helden spielen müssen, ist, wenn man länger drüber nachdenkt, vielleicht, naja, aus filmischer Sicht okay, aber aus rein logischer Sicht ein bisschen schwammig. Ich hätte es wahrscheinlich sogar sehr cool gefunden, wenn die beiden einfach am Ende, also im letzten Drittel des Films, einfach beiseite getreten wären. Die Regierung hätte jetzt quasi selber ins kalte Wasser springen müssen, dann hätte jetzt selber herausfinden müssen, okay, was wir hier haben, ist eine Sache, die wir extrem ernst nehmen müssen. Die Szene wurde dann aber aus dem Film entfernt, weil man eben nicht wusste, wie man das Ganze mit dem T-Rex umsetzen sollte, weil der T-Rex ist natürlich nur ein Tier, nur in Anführungszeichen ein Tier, während dann eben King Kong oder Godzilla ganz andere Kaliber sind. Das heißt, einen T-Rex könntest du relativ schnell eigentlich ausschalten in so einem Godzilla-Szenario. Und ich muss sagen, ich kann das nachvollziehen. Ja, mit dem T-Rex, der dann irgendwie auch unzerstörbar wäre und die Polizei würde auf ihn schießen und er würde entweder nicht verletzt werden oder die Polizei würde ihn einfach nicht treffen aus irgendwelchen Gründen. Das wäre natürlich schwachsinnig. Das hat Jurassic World ja später auch übernommen mit dem Indominus Rex, wo die Söldner nur hinter ihn schießen und ihn nicht treffen. Aber lassen wir das. Schreib mir auf jeden Fall deine Meinung dazu in die Kommentare. Ich freue mich drauf. In diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.